Ich freue mich, dass ich Major AD Florian Pfaff vorstellen darf. Den kennen Sie alle, wenn Sie Zeitung gelesen haben oder WDR5 gehört haben, damals, der viel darüber berichtet. Major Pfaff hat den Befehl verweigert, was man als Major nicht tut oder nicht tun sollte oder eigentlich nicht darf. Und das hat dem A eine Menge Ärger eingebracht, der werden wir gleich was zu hören. Und B, wenn ich das richtig sehe, hat es auch sein komplettes Leben verändert. Im März 2003 war das, da hat sich Florian Pfaff geweigert, indirekt sich an den Einsätzen der Bundeswehr im Irakkrieg zu beteiligen. Heute beteiligt er sich an dieser Veranstaltung, darüber bin ich sehr froh und wird gleich seine Geschichte dazu erzählen und dann auch mit uns nochmal in die Diskussion kommen. Und was ich hier liegen habe, ist ein Buch von Herrn Pfaff, Totschlag im Amt heißt das. Das kostet richtig viel Geld, 40 Euro, fast 39,90. Aber wir haben hier, das ist jetzt auch der Werbeblock, wir haben hier die einmalige Chance, das für 10 Euro zu kaufen. Herr Pfaff nimmt weder Spesen noch Honorar noch irgendwas und bietet das eben an und beschreitet damit sozusagen seine Kosten. Und ich glaube, das lohnt sich. Ich habe das selber noch nicht reingeguckt, aber ein bisschen geblättert. Also für 10 Euro können Sie das hier sozusagen mitnehmen. Ansonsten ist es, glaube ich, auch vergriffen. Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Also eine Gelegenheit. Totschlag im Amt, wie der Friede verraten wurde von Florian Pfaff. Wir können es ja immer geben. Wir können es auch umgehen. Ich darf mal so aufmachen. Motiviert. Bitte schön. Für die Einführung. Und ich lege gleich los, denn um halb soll ich ja fertig sein, damit wir noch diskutieren können. Ich bedanke mich erstmal, dass Sie zuhören, denn es macht ja keinen Sinn, wenn man in der Wüste ruft und kein Mensch hört das. In den Medien, in unseren Industriemedien, wird das, was ich jetzt sage, sicher nicht gebracht. Sie werden das ganz selten hören oder das meiste von dem, was ich jetzt sage, zumindest das, was interessant ist, nicht gehört haben. Ich muss aus rechtlichen Gründen vorausschicken, dass ich natürlich selbstverständlich nicht die Meinung meiner ehemaligen Vorgesetzten Bundesministerin oder eines der vorangegangenen Bundesministers der Verteidigung vertrete, sondern meine persönliche Meinung. Es ist klar, dass die eine andere Meinung haben werden, denn dieses sogenannte Ministerium der Verteidigung verteidigt ja schon lange nicht mehr. Ich bin auch froh, dass die Themenpräzisierung bereits erfolgt ist. Es geht also nicht um eine Gewissenskonflikt, sondern es geht um eine Gewissensentscheidung. Ich werde darauf im Einzelfall noch eingehen oder genauer eingehen. Auch ist im zweiten Programm richtig, dass ich Berufssoldat war. Natürlich war ich auch Zeitsoldat dafür, davor und natürlich hatte ich am Anfang keine Probleme. Da bin ich gleich dabei. Warum nicht? Nun, ich bin 1976 in die Bundeswehr eingetreten. Besser gesagt, getreten worden. Damals gab es ja noch die Kampfsklaven, wie ich sie heute nenne, also die Wehrpflicht. Aus gutem Grunde damals vielleicht die Wehrpflicht nötig, denn sonst hätte man nicht genügend Menschen gehabt, ohne diesen Zwang zum Kampf. Und da bin ich gleich beim Thema. Es war ja gar nicht der Zwang zum Kämpfen. Im Gegenteil, man hat uns gesagt, ihr sollt nicht kämpfen. Es war auch nicht der Zwang zum Töten. Man hat uns gesagt, ihr sollt nicht töten. Ihr sollt möglichst nur den Gegner abschrecken. Wenn Abschrecken nicht geht, dann müsst ihr ihn abhalten. Also dann schießt ihr erstmal in die Köpfe und dann in die Beine. Und nur wenige haben gesagt, das ist richtig, in die Beine. Brustbein, Schläfenbein, Jochbein, Stirnbein. Die Masse der Leute hat das richtig aufgefasst und gesagt, kampfunfähig machen ist das Ziel, nicht töten. Wir vergessen das heute oft, indem wir sagen, Soldaten müssen töten. Das ist überhaupt nicht legal, auch im Krieg nicht. Wenn jemand verwundet ist, dann kann man aus dem Hubschrauber nicht den Befehl geben oder vom Boden an den Hubschrauber, kill him oder kill them. Das ist ein Kriegsverbrechen. Auch heute im Krieg wird oft unterschlagen. Das Gleiche bei Überziehung des Mandats. Früher hieß es, es dürfen nur die Dinge gemacht werden, die nach dem Völkerrecht zulässig sind. Artikel 25 Grundgesetz kennen Sie alle, gibt dem Völkerrecht unbedingten Vorrang. Da sind wir heute weg davon. Die Bundeswehr sagt, das Völkerrecht muss nicht mehr in allen Punkten geachtet werden durch die Tat, indem sie nämlich völkerrechtswidrige Angriffskriege unterstützen. Die sagen nicht, das Völkerrecht ist obsolet. Die sagen, das müssen wir irgendwie jetzt verrechtlichen, was wir da machen. Also, dass das Unrecht ist, schwingt so ein bisschen unterschwellig mit, auch in den Formulierungen. Das ist grau, was da passiert.
Das schwingt so ein bisschen mit, also richtig ganz legal ist es vielleicht nicht mehr, aber dann müssen wir das halt jetzt auf die Rechtsgrundlage stellen. Ist die Frage, ob wir nicht einfach zum Völkerrecht wieder zurückkehren. Ich werde auch darauf noch eingehen. Also 1976, wo ich Jäger war, war das kein Problem, auch später in der Heeresflugabwehr war das kein Problem. Ich wurde dann später IT-Spezialist. Ich habe eine Einstellung zu machen, ich war immer ein britischer Soldat, das heißt auch bevor ich IT-Spezialist auf der Hartribbe wurde, hatte ich schon mit der Bundeswehr Problemchen. Da war zum Beispiel das Problem eines Hörsarbeiters an der Offizierschule des Heeres, der meinte, man müsse nicht die erzieherischen Maßnahmen und Disziplinarmaßnahmen anwenden. Das kann man auch, habe ich gesagt. War mein Vorschlag. Sein Vorschlag war, ja, wenn so ein Problem ist, dann sagt man dem informellen Führer Bescheid, man achte auf die militärische Wortwahl, Bescheid sagen, und der stellt den dann mit Gewalt unter die Dusche, beziehungsweise die Kameraden stellen den einen dann mit Gewalt unter die Dusche. Da war meine Erwiderung, ja, aber wenn das dann aufkommt, dass der Chef sogar angestiftet hat dazu, ja, dann muss man das decken. Also es war kein Advocatus Diaboli, was ich auch im Beschwerdeverfahren hinterher gemerkt habe, den hat er gedeckt, das hat er nie gesagt. Und außerdem hat er das ja nur gesagt, um die Diskussion anzuheizen. Es war mir nicht klar, dass er es nie gesagt hat, weil wir die Diskussion anheizen wollen, aber na gut. Also von solchen kleineren Problemchen abgesehen wurde es dann erst heftig im Jahr 2003. Allerdings muss man sagen, es hat sich schon 1999 abgezeichnet. Die NATO hat ja ihren Friedenskurs verlassen. Wir hatten früher ja immer zwei Säulen. Die militärische Stärke auf der einen Seite und die Entspannung auf der anderen Seite. Und plötzlich war die Betonung auf der militärischen Stärke, man nannte das dann Krisenintervention, man nannte das Auslandseinsätze, was völlig falsch ist sachlich, da die NATO schon immer, auch ich 1976, von Auslandseinsätzen ausgegangen ist. Nur waren wir, die Deutschen, im wahrscheinlichsten Fall das Ausland. Das heißt, man hat gesagt, wir rechnen mit dem Angriff des Kommunismus oder des Warschauer Vertrags auf unserem Gebiet und nicht in Griechenland und nicht in Norwegen. Haben aber trotzdem in Griechenland geübt. Ich habe in Griechenland geschossen, also natürlich nicht im Krieg, sondern übungsmäßig. Wir haben in Norwegen geübt. Ich war in Dänemark zum Beispiel mal, auch wie gesagt, nicht im Krieg, sondern in der vorbereitenden Ausbildung und Übungen. Und jetzt sagt man heutzutage, wenn man Auslandseinsätze meint, eigentlich eingreifen in andere Länder. Man kann für Eingreif auch Angriff setzen, den Unterschied konnte mir noch keiner so richtig klar machen. Es ist im Grunde ein Angriff und es war 1999 ja schon ein völkerrechtswidriger Angriff, das hat Bundeskanzler A.D. Schröder ja zugegeben. Niemand geht dann für diesen Völkerrechtsbruch, der ja dann bei uns im nationalen Recht folglich zu Straftaten führt, ins Gefängnis, sondern man sagt, ach so, dann war das halt nicht legal, dann war das halt Totschlag, macht ja nichts. Das Gleiche war 2003, man hat das Völkerrecht gebrochen und es war nicht so, wie heute vorher in einem Vortrag dargestellt, dass da nur Wüste war und diese Wüste brauchten ein kleines Pflänzchen und wir wollen ja nur das Bäumchen gießen und dann brauchen wir halt etwas Militär dazu, aber das ist ja nur ein Mittel. Irak war der klassische Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs mit fast ausschließlich militärischen Mitteln. Im Krieg wird nicht immer nur ausschließlich Militär eingesetzt. Da gibt es auch die sogenannte zivil-militärische Zusammenarbeit. Aber glauben Sie nicht, dass das Geld in den zivilen Aufbau im Irak geflossen ist? Und glauben Sie auch nicht, dass der Irak vorher ein destabiles Land war? Das wird uns immer nur eingeredet, dass wir sozusagen eine Systembeseitigung nur wollen mit militärischer Gewalt, nach einer schwachen Staatlichkeit, die Dachproblematik, wie es vorher genannt wurde. Es gibt viele Länder, da war keine schwache Staatlichkeit. Nehmen wir Syrien. Assad musste mit vielen Millionen, haben die Amerikaner zugegeben, destabilisiert werden. Syrien musste mit vielen Aufwand, hohem Aufwand destabilisiert werden. Unter anderem durch Unterstützung von Terrormilizen, IS. Das gleiche bei Gaddafi. Man kann das vergleichen mit Tito in Jugoslawien. Als der Tito noch war, war Jugoslawien überhaupt nicht instabil. Jugoslawien ist instabil geworden durch den Tod von Tito. Hat übrigens damals auch einer vorhergesagt, Karl Gustav Ström, der hat das damals in dem Buch Ohne Tito vorhergesagt, was passieren wird, wenn Tito weg ist. Das wusste man auch von Gaddafi, wenn Gaddafi weg ist, der praktisch ein Stabilitätsfaktor war. Ich sage nicht, dass er ein guter Mensch zum Schluss war. Der war vielleicht mal von seinen Idealen früher begeistert und wurde dann aber zum Diktator.
Ich sage nur, er war ein Stabilitätsfaktor. Also brauchen wir, mussten unbedingt den Gaddafi wegbringen, um das Land zu stabilisieren. Ist so falsch wie die Aussage heute, dass wir dort jetzt keine IS hätten, die es vorher nicht gab in Libyen. Überhaupt, das wurde richtig gesagt in dem Vortrag vorher, überhaupt ist der gesamte islamische Staat, nämlich Sunniten, stark geworden, indem sie sich im Gefängnis kennengelernt haben. Also hätten die Amerikaner zusammen mit ihren Hilfswilligen, an denen wir auch maßgeblich welche gestellt haben, hätten die nicht den Irak überfallen und den Irak gegen jedem Völkerrecht platt gemacht, dann hätten wir heute weder die Flüchtlinge von dort noch die IS. Und das sagt einer jetzt heute so laut hier, aber mit welchen Konsequenzen? Geht dafür irgendeiner ins Gefängnis, dass er eine Terrorvereinigung de facto gefördert hat? Wussten die nicht oder tun die so, als wüssten die nicht, wenn man Gaddafi wegschießt, dass dann nicht sofort die CDU-CSU dort regiert oder die evangelische Kirche oder wer auch immer, sondern die Kräfte, die in der Region halt stark sind, einschließlich IS. Wusste man nicht, dass die Sunniten, wenn man sie alle aus der Armee entlässt, sich anderweitig organisieren werden? Natürlich wusste man das. Man kann sich ja nicht so dumm stellen, dass man sagt, wir wissen das nicht, sondern man rechtfertigt das hinterher und sagt, das war ja vorher schon destabil. Und wie gesagt, es war so wenig destabil wie Somalia. Somalia wurde durch das Wegschießen der Regierung erst destabil. Danach gab es erst die Piraten. Schauen Sie mal in die Presseberichte, ob Sie einen Piraterie-Bericht finden, bevor die Regierung in Somalia bekämpft wurde. Auch damals ging es nicht um ein Bäumchen zu pflanzen. Da ging es um knallharte Ölinteressen, Ali Mahdi gegen Aidid. Da ging es um die Baumstämme sozusagen, um mit dem kleinen Pflänzchen zu bleiben, wie heute in anderen Ländern, in Mali. Oder wie auch im Irak und in Afghanistan, es sind immer die dicken Bretter, um die es geht. Nicht kleine Bäumchen, die wir erst dorthin bringen wollen, sondern das Erdöl, was schon dort ist, die seltenen Bodenschätze, die dort sind. Oder sei es auch nur das strategische Interesse, das Gebiet zu halten, wie das in Afghanistan der Fall ist, damit man hinterher das Nachbarland besser angreifen kann. Das ist ja bekanntlich der Iran. Und der liegt nicht zufällig zwischen Afghanistan und Irak. Das war nur die Voraussetzung, um militärisch, strategisch dann gegen den Iran vorgehen zu können. Das wissen wir aus den ganzen Propagandazügen gegen den Iran, die hier schon liefen. Aber es hat dann eben militärisch nicht mehr gereicht. Es war keine militärische Kraft, auch nicht finanziell, da die Amerikaner haben zu wenig Geld und zu wenig Soldaten, um auch den Iran noch zu befreien. Oder wie man das dann nennt. Also es ist sicherlich nicht der Friede das Ziel, was sie dort haben. Und was den Irak betrifft, war das ja, jetzt bin ich bei meiner Lebensgeschichte, ich bin ungefähr bei der Halbzeit hier, da hat sich also dann das bei mir deutlich verändert. Weil es war im Irak ja anders als 1999 im Kosovo kein Deckmäntelchen mehr drumherum. Man hat nicht gesagt, das ist aber ein ganz, ganz böser Diktator, der KZs betreibt und wir wollen ja nie wieder Auschwitz haben und deswegen müssen wir Krieg machen. Weil die Logik von Joschka Fischer, die wieder Auschwitz, deswegen Krieg. Sondern im Irak hat man zugegeben, auch im Fernsehen, am Vorabend des Angriffs, wenn der Krieg losgeht, dann ist das ein klassischer Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs. Und insofern kann man nicht sagen, dass ich da ein Gewissensproblem gehabt hätte. Es ist noch nicht mal für die Soldaten vorgeschrieben, solchen Befehlen zu folgen, sondern es ist die Rechtslage die, dass wenn ein Soldat erkennt, dass er am Völkerrechtsbruch beteiligt ist, dass er selbst dann nicht folgen dürfte, wenn das denn nach deutschem Gesetz gefordert wäre. Das Völkerrecht hat nach Artikel 25 Grundgesetz Vorrang vor dem nationalen Recht. Aber in unserem Recht sind Angriffskriege ja gar nicht legal. Auch wenn der Generalbundesanwalt sich hinstellt, und auch damals die Generalbundesanwältin sich hinstellen und sagen, ja Moment mal, das ist ja gar keine Vorbereitung von Angriffskrieg, da wurde er ja geführt und das Führen steht nicht unter Straf. Das ist falsch. Es ist richtig, dass das Führen von Angriffskrieg nach diesem Artikel oder Paragraphen, besser gesagt, nicht unter Strafe steht, aber nach anderen sehr wohl. Mord, Totschlag bis hin zu Sachbeschädigung und was es alles gibt. Das wird ja nicht aufgehoben, wenn der Krieg illegal ist, dann sind das Straftaten und zwar zum Teil Schwerkriminalität. Und ich behaupte, das wusste die Bundeswehr. Die wussten, dass dieser Krieg nicht sauber ist, zumindest habe ich das in meiner Belehrung, die dann erfolgte, erfahren. Es ging natürlich anders los. Ich bin erst mal eine Woche in der Psychiatrie verschwunden, wie man das sonst nur aus kommunistischen Ländern gehört hat, nach dem Motto, wie bitte, ein Systemkritiker, der kommt erst mal in die Klapsmühle. Und nach der Woche hat man dann den Staatsanwalt geschickt, nach dem Motto, jetzt werden sie unehrenhaft aus der Armee entlassen.
Aber bei diesen Vorgesprächen dazu, da möchte ich mal auf eine Stelle in meinem Buch verweisen. Da wurde ganz klar gesagt, wir wissen schon, dass Ihnen früher gesagt wurde, dass Sie sich an Verbrechen nicht beteiligen dürfen. Aber diese früheren Befehle, der Rechtsberater hat noch nachgefragt, da meinen Sie wohl auch ja, die Gesetze, sage ich ganz genau. Die befolgen Sie mal nicht. Den Beweis finden Sie auf Seite 100. Das ist nämlich auch aufgeführt in dem ersten Entwurf, der mir vorgehalten wurde. Ich befehle Ihnen auf Ihren Dienstposten alle Arbeiten und Dienste, die von Ihrem Vorgesetzten in der Vergangenheit befohlen wurden und so weiter. Da habe ich gesagt, die will ich ja alle befolgen, aber in der Vergangenheit wurde mir gesagt, dass das Völkerrecht Vorrang hat und ich bin Christ, ich kann nicht das Recht brechen. Wenn mir vorher gesagt wird, bei Verbrechen darfst du nicht mitmachen, dann macht der Florian da nicht mit. So. Und dann haben die gesagt, wir werden das, wenn wir das einfach weglassen mit den früheren Befehlen und mit diesen Gesetzen. Dann habe ich gesagt, dann kommt das drauf an. Wenn Sie meinen, das steht da noch nicht, aber selbstverständlich gilt das Gesetzestreue, ist doch logisch, das gilt. Dann ändert sich für mich nichts, dann kann ich den Befehl nicht Folge leisten. Wenn Sie aber meinen, nun vergessen Sie mal, was gesagt wurde, und vergessen Sie mal die Gesetze, dann würde ich den Befehl nicht Folge leisten können. Und da finden Sie auf der nächsten Seite, dass man sich für das Zweite entschieden hat. Man hat einfach die früheren Sachen rausgelassen und gesagt, Sie machen jetzt blind das, was Sie von jetzt an hören und das Frühere vergessen können. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Oder was heißt natürlich, die Leute rechnen damit, dass einer zusammenbricht, wenn er ordentlich unter Druck gestellt wird. Die hatten das Pech, dass ich das vorher angedeutet schon vorher ein paar Mal gegen die opponiert habe und ich wusste, wie man darauf reagiert, nämlich dass man die Lust verliert und sagt, komm, scheiß doch drauf, lass sie machen, die sind sowieso mächtiger und stärker, du kommst nicht dagegen an. Das wusste ich vorher. Und dann habe ich mir vorgenommen, das passiert mir nicht. Die können zwar mächtiger sein und stärker, aber ich werde mich einlenken. Ansonsten will ich ins Gefängnis werfen. Das will ich vom Gericht haben, dass das, was ich mache, böse ist. Das Gegenteil war der Fall. Das Truppendienstgericht hat mich nicht, wie mein Anwalt gesagt hat, entlassen aus der Bundeswehr, hat mich nur in Anführungszeichen degradiert. Das war der Bundeswehr nicht recht, mir auch nicht. Ich habe gesagt, wofür degradieren? Die haben gesagt, dann macht er das ja wieder. Ich habe gesagt, natürlich mache ich das wieder. Ihr könnt mich zum General befragen, ihr könnt mich in den Dienstgrad lassen, oder ihr könnt mich degradieren, spielt gar keine Rolle. Bei Verbrechen mache ich nie mit. Dann ging das zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig. Und das kennen Sie sicher, das Urteil. Das ging ja dann ganz kurz durch die Medien. Am 21.06.2005 wurde geurteilt, die Bundeswehr hätte sich hier eigentlich an Recht und Gesetz halten müssen. Hat sie nicht getan. Und das Gewissen hat Vorrang. Leider wird, das kann ich nun auch nur ganz kurz machen, weil ich nur 5 Minuten habe, leider wird oft es so dargestellt, als sei das kein Erfolg in der Sache. Das ist halb richtig. Halb deswegen, weil es tatsächlich kein Urteil ist, was sagt, der Irakkrieg ist, wir sprechen hier als Gericht, ein Verbrechen. Aber es ist auch nicht ganz richtig, weil das Gericht gesagt hat, es genügt, wenn der Kamerad davon überzeugt ist, dass das Ganze ein Verbrechen ist. Und jetzt kommt's. Und da hat er ja ganz recht, denn wenn man das juristisch prüft, dann stellt man fest und dann kommt die ganze Latte, dass der ganze Krieg gelogen war. Das finden Sie auf vielen Seiten da drin, dass dieser Krieg in der Tat mit erheblichen, mit völkerrechtlichen Bedenken behaftet ist. Ihnen genügt die Formulierung Bedenken, denn das heißt, er, der Soldat, war davon überzeugt und damit hat seine Gewissensentscheidung, die nachvollziehbar ist, Vorrang. Die Bundeswehr führt das sogar als den stärksten Kritikpunkt an dem Urteil. Die sagen ja, wenn der das Gewissen da so hochhängt und sagt, das Gewissen genügt schon, dann hätte man auch zu dem Krieg gar nichts sagen müssen, aber da lassen die sich seitenweise darüber aus, dass dieser Krieg tatsächlich eine Mordsauerei ist, um das mal mit meinen Worten zu sagen. Das heißt also, jeder kann in dem Urteil nachlesen, warum dieser Irakkrieg tatsächlich so verwerflich ist. Und das ist zwar nur, juristisch heißt das obiter dictum gesagt, aber es ist geschehen. Nun kommt ein Punkt, der etwas schwierig ist. Die Bundeswehr hat dieses Urteil nicht geachtet. Die Bundeswehr hat zwar geschrieben, naja, respektieren wir, aber, und dann kam, aber das ist ein Fehlurteil. Und dort verweise ich auf das Buch Anhang B, Seite 20, da können Sie das nachlesen, ich zitiere das jetzt nicht im vollen Wortlaut. Der Absatz beginnt das Verhalten des Soldaten und so weiter. Und dann endet er in dem entscheidenden Fall keine echte Gewissensentscheidung. Das heißt, der Kern des Gerichtsurteils, dass das eine echte Gewissensentscheidung war, nicht Gewissenskonflikt, denn die Rechtslage war ja gleich.
Die Kernentscheidung des Urteils in diesem Einzelfall wurde von der Bundeswehr nicht anerkannt. Es wurde einfach so getan, als haben sie die Macht zu sagen, das ist ein Fehlurteil, wollen wir nicht haben. Haben auch konsequent gehandelt. Ich habe also dann doch wieder eine Beförderungssperre gekriegt, die ja vom Gericht untersagt worden war. Man hat mir dann klargemacht, das ist ja keine echte Beförderungssperre, also keine, die über das Truppendienstgericht gelaufen ist. Das ist ja nur eine Nichtbeförderung. Kommt natürlich aufs Gleiche raus. Die Juristen finden immer schöne Wege, solche schrecklichen Juristen finden besonders elegante Wege, um ihren Willen, der verboten wurde, vom Gericht doch durchzusetzen. Also hatte ich die Beförderungssperre. Nun leben wir aber in einem Rechtsmittelstaat, das heißt, ich konnte Rechtsmittel einlegen und habe natürlich auch diesen Prozess wieder gewonnen. Und dann kam das Gleiche raus. Wir haben also trotzdem noch nicht die Lage, dass ich jetzt befördert worden wäre, weil auch dieses zweite Urteil leider nicht respektiert wurde. Und dann kam es so, dass das dritte, also das letzte jetzt, gar nicht mehr wegen meines Gewissens war. Das war also nicht, das erste war ja, weil ich kein Gewissen habe, war politische Entscheidung. Das zweite war, weil ich kein Gewissen habe, bin ich nicht mehr uneingeschränkt verwendbar. Und jetzt habe ich einen schlechten Charakter, weil ich darüber rede und weil ich das in dem Buch auch schreibe. Und da sage ich, natürlich kann der Eindruck entstehen, dass die ganze Institution morschenrode und faul ist. Das ist aber nicht mein Problem. Ich sage da drin nur, das sage ich auch hier, es sind einzelne Leute, die begehen Straftaten. Einzelne. Und zwar diejenigen, die wissen, dass das alles Verbrechen sind, was sie da unterstützen. Irakkrieg, Jugoslawienkrieg. Die es nicht wissen, die will ich gar nicht der Straftat bezichtigen. Und wie schlau die sind, kann ich ja von außen nicht sehen. Ich bin schlau genug, wenn das im Fernsehen gebracht wird, dass das ein klassischer Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs ist, dass ich nicht wie General Schneider anderen sage, wir müssen sowas anbieten, was die Briten mit den USA in Irak gemacht haben. Das traue ich mich nicht mehr. Dafür schwer am Völkerrechtsbruch. Die trauen sich weiterhin und das Gericht sagt dann, naja, man kann aber dann doch herauslesen, dass die ganze Bundeswehr insgesamt schlecht wegkommt und dagegen konnte ich nichts mehr machen, weil damit meine Dienstzeit abgelaufen war und dann kann man nicht mehr befördert werden. Das heißt, die Klage auf Beförderung wurde hinfällig 2013 mit meinem Ausscheiden aus dem Dienst nach der besonderen Altersgrenze. So, nun habe ich nur noch wenige Sekunden und die möchte ich nutzen, um ein Fazit zu ziehen und um eine Wertung vorzunehmen. Meiner Meinung nach ist der Friede tatsächlich nicht das Ziel, nicht nur nicht das Ziel der Amerikaner, sondern überhaupt kann überhaupt kein Ziel sein, sondern der Friede ist der Weg. Das wurde heute schon mal zitiert, das Zitat ist von Gandhi, der hat recht. Ich muss also vorher wissen, dass ich niemandem den Kopf einschlagen will, der anderer Meinung ist, dass ich keine Beförderungssperre erteile, wenn einer die Wahrheit sagt. Die Gehirnwäsche ist dagegen schlecht, dass wir immer War on Terror gelesen haben, sodass wir jetzt auch noch glauben, der Irak habe tatsächlich etwas mit einem zerfallenen Staat zu tun oder Afghanistan, der Bin Laden sei, also so böse gewesen, der wurde ja noch nicht mal mit internationalen Haftbefehl von den Amerikanern gesucht. Die Rückkehr zu Recht und Moral wäre dagegen richtig. Und hier muss ich vor allem die Militärseelsorge, nachdem das der Kreis hier ist, der evangelische Militärseelsorge, scharf angreifen. Wenn wir als die Guten, wenn wir hingehen und das Recht außer Kraft setzen, die Menschenrechte, die Europäische Menschenrechtskommission, Konvention außer Kraft setzen, indem wir sagen, so sinngemäß in diesem Buch Friedensethik für Einsätze, indem wir sagen, die Menschenrechte können ja gar nicht gelten, weil sonst könnten wir denen ja die Türen nicht eintreten, wir könnten die ja gar nicht verhaften. Dann haben wir uns mitschuldig gemacht. Wir müssten einsehen, dass die Menschenrechte genau den gegenteiligen Zweck verfolgen, dass wir sagen, die Menschenrechte sind dazu da, dass eben jeder sicher sein kann, dass eben auch im Irak ohne Grund, ohne Wahrung kommt, sondern nur verlogen, Atomwaffen kaufen in Libyen und so weiter, dass ihm ohne Grund eben nicht die Tür eingetreten werden kann, dass er ohne einen Richter nicht verhaftet werden kann. Das müssten wir sagen. Das heißt, die Menschenrechte haben Vorrang vor den militärischen Interessen, die im Übrigen völlig kontraproduktiv sind, wie wir heute an der IS sehen und an den Zuständen, die ohne Flüchtlinge und ohne IS haben wir doch praktisch nichts mehr in den Nachrichten. Alles selbst gemacht. Und da sage ich, das kann es nicht sein. Wir dürfen nicht Dienstleister für die Bundeswehr in diesem Sinn sein. Wir müssen Dienstleister für die Bundeswehr in einem positiven Sinn sein, zur Verteidigung von Gerechtigkeit, von Recht und von Freiheit und nicht zur Unterdrückung fremder Länder. Dankeschön. Ja, er mag erst ein Gewissen haben, dann keins, dann ein schlechter Mensch, aber Disziplin hat er auch zur Zeit. Kann er einhalten. Wir haben jetzt 10 Minuten Zeit für die Diskussion. Herr Pfarrer, wollen Sie noch nach vorne kommen? Ich denke, das komme ich gerne noch mal nach vorne. Ja.
würden dann das Mikrofon festhalten. Ja. Ich will eine zusätzliche Information geben. Die IHK hat mal beschlossen, dass dieser Fall Pfaff und das Urteil einfließt in die Weiterbildung der inneren Führung. Und wir haben am 31. Oktober 2015 diese Stellungnahme abgegeben. Und im Handbuch Friedenstätig im Einsatz wird nun dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts relativiert, als ja vielleicht doch, wenn man länger darüber nachdenkt, nicht sehr stichhaltig. Also da hat man nochmal so diese Gegenüberstellung, das wollte ich mal ergänzen. Das ist richtig, das sind einige Stellen in diesem Buch drin, aber die schlimmste ist, wie gesagt, die Außerkraftsetzung der Menschenrechtskonvention, denn das kann sich ein Gast eigentlich nicht leisten. Das heißt, ja, wie soll man das sonst verhaften und soll man sonst die Türen eintreten? Das ist ja gar nicht im Sinne der Konvention. Ja, auch andere Stellen sind da sehr, sehr wackelig. Sonst habe ich eine. Wie ist das damals in Ihren Kameradenkreisen aufgenommen worden? In den Kameradenkreisen muss man zeitlich trennen. Am Anfang wollte das im Grunde auch der Chef des Staates gar nicht so groß hängen. Er war sehr freundlich zu mir. Dann hat er wohl, das vermute ich zumindest, mit dem Ministerium telefoniert und dann meldet sich ein anderer Wind. Ich habe aber Gott sei Dank nicht nur bei meinen Kameraden, sondern auch bei den Vorgesetzten später. Ich wurde dann ja in den Sanitätsdienst versetzt. Übrigens nicht auf meinen Antrag hin. Ich hatte am Anfang gesagt, wir brauchen hier keinen Rechtsstreit. Versetzt mich auf irgendeinen Posten im Sanitätsdienst, wo ich nicht kompetent bin, dann könnt ihr euren Krieg machen und ich mache nicht mit. Ich bin dann nicht kompetent, dann gibt es kein Problem. Die Bundeswehr wollte das Problem und erst nach einer Strafanzeige von mir gegen die Bundeswehr ist das dann etwas anders verlaufen. Das heißt also, man hat dann deeskaliert und hat dafür gesorgt, dass ich eben aus dieser Position wegkomme in den Sanitätsdienst. Und dort hatte ich Vorgesetzte, wie gesagt auch Vorgesetzte, nicht nur Kameraden, die mich sehr unterstützt haben. Mein direkter Vorgesetzter, mein unmittelbarer Vorgesetzter, so heißt er, der hat mir sogar Zitate gegeben zum Vorrang des Gewissens, weil er gemeint hat, das Gericht wird jetzt auf das Gewissen hinsteuern, was es dann ja auch getan hat. Das können Sie noch sagen, das können Sie noch sagen. Im Grunde alle Vorgesetzten waren, aber ich führe das auf den Chef des Stabes zurück, der auch, als er erfahren hat, dass ich die Karl-von-Ossietzky-Medaille verleihen werde, von ihm bekommen werde, das hat er dann ein Gespräch mit mir geführt und das war sehr lang, sehr ausführlich. Und ich habe den Eindruck, dass der Chef des Stabes dann auch mit seinen Untergebenen gesprochen hat und dass die deswegen das sehr respektiert haben. Wie gesagt, bis hin zu konkreter Hilfe für mich vor dem Gerichtsurteil schon. Also bin da nicht böse, wie das gelaufen ist. Es gab allerdings auch mindestens zwei, die gesagt haben, ich sehe das anders. Ich habe dann nachgefragt, warum. Einer hat zum Beispiel gesagt, ich will noch was lehren. Hat das also sehr deutlich gesagt, dass der Druck von oben zu erwarten ist, wenn er das so macht wie ich. Oder was auch nur zugibt, dass er auf meiner Seite ist. Ein anderer hat gesagt, die NATO ist so wichtig. Wenn wir den Amerikanern jetzt nicht helfen, machen wir die NATO kaputt. Die zerfällt dann. Dass die Amerikaner praktisch die NATO zerstören durch Angriffskriege, hat er nicht verstanden. Dass die NATO auch zerstört wird, wenn man Angriffskriege unterstützt. Dass dann die ganze NATO, je mehr NATO-Mitglieder die unterstützen, desto obsoleter wird die NATO als Verteidigungsbündnis. Das hat er auch nicht verstanden. Aber wie gesagt, die Masse war zum Glück auf meiner Seite. Vielleicht noch aus den ersten Tagen ein Schwank, der interessant ist. Ich bin in den ersten Tagen, weil ich keine Anbinde bekommen habe, ich wurde erst zivilgetragen, wurde abgelehnt, dann habe ich eine Neutralitätsanbinde erbeten, tragen zu dürfen, wurde abgelehnt, dann habe ich eine weiße Rose in die Hand genommen und bin mit der weißen Rose rumgelaufen. Alle haben sich gefragt, was ist denn da los? Da läuft einer in Uniform jeden Tag mit einer weißen Rose hier rein und raus. Und nach der Torposten auf der Hartwelle hat dann einmal, als ich eingegangen bin, gesagt, guten Morgen, Herr Major. Der hat nichts Böses gemacht, der hat nur gesagt, guten Morgen, Herr Major. Das Problem war, es waren andere Dienstgrade, auch höhere dabei, auch niedere, er hat nur guten Morgen, Herr Major gesagt. Und so ist das wohl auch in der DDR gewesen. Man kann ja wohl guten Morgen wünschen. Damit habe ich mich ja nicht solidarisiert mit den Betreffenden. Aber den Betreffenden ist klar geworden, machen Sie mal weiter so. Auch die katholische Kirche hat sehr geholfen. Ich wurde zum Beispiel zum Dienst als Ministrant dort auch eingeteilt. Also ich durfte, ich
befohlen in dem Sinn. Und dann bin ich doch glatt mit einer weißen Rose als Ministrant da am Altar auch rumgestanden. Das heißt also, ich habe von vielen Seiten viel Hilfe gekriegt. Allerdings, wie gesagt, die Oberen, also das gilt insbesondere für die erste Dienststelle auf der Hardware, für den Chefgestalt, aber auch für den G6, das sind Hardliner. Und die machen offenbar das, was von oben gewünscht wird. Bitte. Ja, eine Frage noch. Dieser Irakkrieg 2003, da war ja die Bundesrepublik überhaupt nicht mal beteiligt. Das ging ja damals groß durch die Presse, dass Schröder gesagt hat, da machen wir nicht mit. Und das hat ja Riesendiskussionen gegeben. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was hatten Sie denn eigentlich als Soldat der Bundeswehr mit diesem Krieg zu tun, an dem wir gar nicht beteiligt sind? Ja, es gibt viele Verbrecher, die sagen, ich bin ganz gesetzeskonform. Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Lediglich haben sie dann ein paar Leute umgebracht. Also die Bundeswehr hat sehr wohl sich am Irakkrieg mit Tausenden von Soldaten beteiligt. Das wird nur in unseren Industriemedien nicht so dargestellt. Würde zum Beispiel die Bild-Zeitung schreiben, wieso liefert die Bundeswehr Munition? Oder wieso liefert die Bundeswehr Betriebsstoff? Oder wieso versorgt die Bundeswehr die Amerikaner mit allem Möglichen? Wir haben ja immerhin logistische Hilfe zugesagt. Wir wissen nicht genau, welche logistische Hilfe dann tatsächlich gewährt wurde, aber es wurde ja offiziell bestätigt, wir haben logistische Hilfe geleistet. Das kann bis zur Bombe gehen. Dann haben Tausende von Soldaten, das waren so phasenweise auch bis zu 5000, die US-Kaserne bewacht. Dann hat die Bundesmarine die Navy geschützt, die AWACS sind geflogen. Man hat also viele zusätzliche Hilfe, indirekt natürlich, nur wir hatten keine Kampftruppen drin wie die Briten. Das hat nur der Generalinspekteur gefordert. Wir müssen so etwas anbieten, was die Briten mit den USA im Irak gemacht haben. Aber wir hatten natürlich diese Unterstützung nicht im Irak. Wir hatten in Kuwait nebendran, hatten wir Spürpanzer. Und ich habe mit einem der Soldaten gesprochen, die sind damals auch unter Vollschutz rumgelaufen, weil der Saddam Hussein seine Skat verschossen hat. Man hat da nicht gewusst, ist er jetzt Kampfstoff oder ist keiner. Und dann haben die Entwarnung natürlich gemeldet, auch an die Amerikaner. Das war also auch eine Hilfe, zu sagen, hier könnt ihr in dieses Gebiet weiter rein, das ist kampfstofffrei. Es waren also viele Dinge. Gerüchteweise hört man dann noch andere Dinge, wie den Einsatz von Verbänden und so weiter, die ich nicht bestätigen kann. Aber wir haben insgesamt auf jeden Fall mit Tausenden von Soldaten, entgegen der Beteuerung der Öffentlichen, die ja viel besser ist, wir sind dafür unbeteiligt und da machen wir nicht mit. Und wenn Sie das einem von der Bundeswehr, so einem Hardliner, dann erzählen und sagen, aber da gibt es auch ein Beschluss des Bundestages, wo sogar drinsteht, was gemacht wird, den übrigens nicht vorgelegt habe, gehe ich noch darauf ein, vielleicht kurz auf die Geschichte. Dann sagen die, ja, ja, aber der Irakkrieg hat ja noch kein endgültiges Urteil, dass er ein Verbrechen ist. Also die schwanken immer hin und her, die sagen, der Krieg ist böse, aber wir haben nicht beteiligt. Und wenn sie sagen, hier ist die Beteiligung, naja, so böse ist der Krieg auch wieder nicht. Also man kann da nicht hin und her springen. Es ist ein klarer Angriffskrieg gewesen, spätestens als Saddam Hussein gesagt hat, jetzt vergessen wir mal die ganzen Lügen, die wir bisher verkauft haben, jetzt machen wir gar keine Bedingungen mehr. Der hat jetzt am Schluss gesagt, auch wenn Hussein abdankt, wir marschieren jetzt ein. Damit ist das der klassische Fall. Und vielleicht noch zu dem, in dem Fall, was ich noch darauf hin... Noch Beteiligung, der konkrete Anlass fehlt noch. Der konkrete Anlass fehlt noch, der Verweigerung, soweit ich mich erinnere. Ah, ja, genau. Der konkrete Anlass... Beteiligung an so einer IT-Produktion. Ja, das Projekt, an dem ich beteiligt war, nannte sich SASPF, Standardanwendung Software Produktfamilien, kann er richtig aussprechen, ist auch nicht wichtig. Es war im Grunde nichts anderes als die Umrüstung der Software der Bundeswehr von vielen Inseln auf SAP. Man wollte am Anfang das als Gesamtlösung, hat man dann festgestellt, das geht nicht, wurde immer weniger von dem, was man eigentlich wollte. Und da habe ich denen am Anfang gesagt, da bin ich ja nicht beteiligt. Denn wenn ich jetzt hier bei SAP mithelfe, bis das funktioniert, und es wird nicht funktionieren, so wie es ist, kostet das mehr, als das hilft, ist der Krieg vorbei. Dann hat mein Vorgesetzter gesagt, das stimmt so nicht. Sie machen ja nur die Prozesse, Sie programmieren ja nicht an diesem SAP. Sie machen nur praktisch darüber übergeordnet die Prozesse und ordnen das Material so organisatorisch, dass man hinterher das programmieren kann. Und wenn das mit SAP nicht funktioniert, dann nimmt man eine andere Software. Ihre Ergebnisse haben wir sehr wohl und die werden wir auch im Irakkrieg einsetzen. So, und damit hat die Bundeswehr ihren Fall gehabt. Ich habe gesagt, ich brauche mit euch keinen Streit. Ja, bitte. Ich habe noch eine ethische Frage.
Und zwar Ihre Reflexion als Offizier in diesem ganz konkreten Feld, hat es da auch eine Rolle gespielt, zu sagen, das Infragestellen des Instruments des Militärs an sich, also zu sagen, Deutschland hat 150.000, meistens fast ausschließlich junge Männer, ein paar Frauen auch, 33 Milliarden Euro im Jahr ist ein Instrument, der Außen- und Sicherheitspolitik ausgibt, sozusagen die Frage, dass das nur kurz oder lang automatisch zum Einsatz kommt, ähnlich nach dem Mechanismus der NATO, die ja auch plötzlich auf einmal mal gewisse Existenzschwierigkeiten, Gründungsschwierigkeiten hatte und dann auch, kann man ja auch sagen, sich neue Aufgaben gesucht hat, ähnlich bei der Bundeswehr. Das heißt, ich halte etwas vor und es ist eine Frage der Zeit, dass es zum Einsatz kommt. In welcher Form man auch immer, aber wenn sich die Möglichkeiten ergeben, im Krieg fällt ja zuerst meistens auch das Recht und auch völkerrechtliche Aufarbeitung nach einem Kriegseinsatz, zumindest bei dem, der den Krieg anführungsstrichen gewonnen hat, ist ja nicht immer im vollen Umfang sozusagen dann erfolgt, auch bei den US-amerikanischen Soldaten, weil da auch einige Beispiele für. Hat das eine Rolle gespielt sozusagen in Ihrer Auseinandersetzung auch? Oder? Da kann man grundsätzlich sagen, nein, es gibt eine Einschränkung, komme ich noch dazu, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn ich am Frühstück ein Messer in der Hand habe, ist das Messer nicht böse. Ich könnte damit jeden, der am Tisch sitzt, bestechen, kein Problem. Wenn ich das aber nicht will, ist das Messer erstmal nicht böse. Also auch Waffen an sich sind nicht böse, wenn ich denn sie auf den Zweck, für den sie da sind, beschränke, wenn der Zweck legal ist. Also beim Frühstück ist es das Streichen der Sinne und bei den militärischen Waffen ist es eben die Verteidigung oder noch besser die Abschreckung, dass es gar nicht zur Verteidigung kommen muss. Man hat mir immer gesagt, ihr dürft ja nur verteidigen. Keiner kann von euch verlangen, dass ihr angreift. Und deswegen habe ich mich als Mitglied der größten Friedensbewegung der Welt verstanden. Denn Pazifist heißt ja einer, der Frieden macht. Und Frieden machen durch Abschreckung ist hervorragend. Wenn sie dann versagt, ist noch die Frage, jetzt kommt die Einschränkung, wie weit darf ich dann zu diesen Mitteln greifen? Und da bin ich der Meinung, zu Atomwaffen darf man dann letztlich gegen Bevölkerung nicht greifen. Also eine Atomwaffe, die in der Ostsee ein paar Fische tötet, als Abschreckungsmaßnahme oder Drohgebärde, ist ja noch okay. Aber man darf Waffen ja nur androhen, wenn man sie auch anwenden würde. Und deswegen ist die Frage der Sinnhaftigkeit bei Atomwaffen bei mir eben dann doch wieder auf der Tagesordnung. Würde ich auch Atomwaffen als zulässige Mittel sehen? Und da lautet meine Antwort nein. Das ist ein Unterschied zum Frühstücksmesser, wenn ich Millionen Unschuldiger töte. Wenn ich zu Waffen greife, die gar keinen anderen Zweck haben können, als große Umweltschäden herbeiführen und Massenmord. Da bin ich der Meinung, das ist dann doch problematisch. Und da würde ich der Bundesregierung empfehlen, die Finger von solchen Atomwaffen in jeglicher Beteiligungsform auch immer zu lassen. Aber wie gesagt, grundsätzlich habe ich nichts gegen Waffen einzusetzen. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, wenn ein Polizist eine Waffe hat, kann er den Tankstellenräuber außer Gefecht setzen und schützt tatsächlich die Tankstelle. Problematisch ist, wenn der Polizist, die was haben, dieser Weltpolizist, selber dann der Bankräuber wird. Wenn er sagt, jetzt überfalle ich ein Land nach dem anderen und schaue mal, ob ich den Iran nicht auch kriege, wenn ich die beiden Nachbarn habe. Iran geht ja nicht ohne Irak und Afghanistan zu haben. Und wenn ich dann Afghanistan und Irak meine, das ist ja so eine Kleinigkeit, ne? Ich meine, die Russen, die sind ja so läppisch mit ihren paar Streitkräften damals gewesen, also 1979 kann man nicht ernst nehmen. Wir sind ja die einzig Starken. Wir machen Afghanistan mit unseren Hightech-Waffen ja innerhalb weniger Wochen platt. Das ist eben dann das Problem, wenn einer gegen diesen Kodex verstößt, dass man diese Waffen wirklich nur noch zur Verteidigung einsetzt und das, wie auch das Verwaltungsgericht festgestellt hat, dass einen Angriff von außen voraussetzt. Wenn dieser Angriff nicht erfolgreich ist und er sagt, dann muss eben niemand in der Welt bedrohen und Bin Laden, einer ist der aus Saudi-Arabien, nicht aus Afghanistan, wenn kein einziger afghanischer Terrorist weltweit jemals zugeschlagen hat, wenn das alles Saudis oder andere Nationen waren, dann kann ich halt auch ein Land wie Afghanistan nicht einfach platt machen und sagen, das nenne ich aber jetzt friedliche Hilfe, nur Brunnen bohren und Schulen bauen. Und in Wahrheit mache ich, was der Oberst Klein gemacht hat, damals Oberst Gerhard Klein, und sage, das sind jetzt genug Taliban, angeblich sind sie alle Taliban, dann werde ich sie mal alle umbringen, der hat ja Targeted Killing gemacht. Der hat ja nicht gesagt, ich will die Tanklastzüge, wie das immer in unseren Nachrichten gekommen ist, Angriff auf Tanklastzüge, der hat gesagt, ich will, dass alle Leute sterben. Das war also ein Angriff auf Targeted Killing, nachdem musste der Amerikaner auf alle anwesenden Menschen. Das war das eigentliche Ziel, was er hatte. Und wer das sagt, der ist mir so böse wie ich und könnte mir Bevölkerung sperren. Nein, wir müssen weitermachen. Tut mir leid. Herr Pfaff, ich habe eine friedliche Intervention von der Seite. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Wir könnten Ihnen noch ganz, ganz lange zuhören und ich höre schon, wir haben eigentlich noch Fragen, aber wir müssen leider weitermachen.
Ich gebe Ihnen auch für Sie noch friedliche Musik mit auf den Weg. Herzlichen Dank. Sehr schön, will ich da reden. Danke.